Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem letzten Drittligaspiel dieser Saison zwischen Rot-Weiß Essen und dem SC Verl. Bevor wir zu unserem Spiel kommen, habe ich erstmal ein paar Ergebnisse aus der dritten Liga mit entsprechenden Resultaten, mit Entscheidungen. Freiburg gegen Meppen 2:0, Bayreuth gegen Aue 3:3, Ingolstadt Elversberg, der Aufsteiger 1:2, Zwickau gegen 1860 2:2, Mannheim gegen MSV Duisburg 3:1, Saarbrücken gegen Viktoria Köln 2:1, Dresden gegen Oldenburg 2:1, Wiesbaden gegen Halle 1:0, dadurch ist Wiesbaden in der Relegation, und Osnabrück gegen Borussia Dortmund 2:1, damit ist Osnabrück der zweite Aufsteiger. Ja, kommen wir zu unserem Spiel. Wir hatten hier 15.597 Zuschauer, haben 4 Tore gesehen bei dem 2:2. Für Rot-Weiß hatten Plichati und Müsel getroffen, für die Gäste Knust und Petow. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich die beiden Trainer hier am Tisch, nämlich Mitchell Kniat und Christoph Dabrowski. Und unseren Gast, Herrn Kniat, bitte ich zunächst seinen Kommentar zu sprechen. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr rasantes Spiel gesehen für die Zuschauer auf jeden Fall. War ganz viel dabei. Für mich als Trainer, ich muss sagen, erste Halbzeit komplett verschlafen. Ich glaube, wir haben die ersten 5 Minuten nur relativ gut gespielt und haben dann bis zur Halbzeit gar keinen Zugriff bekommen. Haben dann halt 3-mal zur Halbzeit wechseln müssen. Hatten wir ein bisschen mehr Präsenz dann vorne im Anlauf verhalten, was uns echt gut tat. Wir haben dann die Partie gedreht. Aber wie gesagt, ich glaube, mit dem 2:2 heute können wir auf jeden Fall leben. Klar hätten wir auch vielleicht das 3:1 machen können oder müssen, aber ja, das wäre auch, glaube ich, zu vieles Guten gewesen. Also Essen hat eine richtig gute Partie gemacht, haben uns hier alles abverlangt, in meinen Augen über weite Teile sogar das bessere Team. Deswegen kann ich auf jeden Fall heute mit dem 2:2 leben. Und ja, wir sind am Ende 10. geworden, was uns in Verl auf jeden Fall stolz macht. Und jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal ein bisschen genießen, glaube ich, 4-5 Wochen Urlaub. Und danach heißt es Vorbereitung für die nächste Saison. Und dann müssen wir dasselbe, was wir jetzt gemacht haben, nochmal bestätigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, Dabo vor allem dir. Nochmal, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr nächstes Jahr definitiv in der dritten Liga seid. Weil, ja, ich glaube, wenn man das hier sieht mit den ganzen Zuschauern, die ganze Wucht, die das Stadion hier hat, ist es schon beeindruckend, vor allem, wenn man aus Verl kommt. Also bei uns gibt es das vielleicht einmal im Jahr. Und das ist, wenn ihr zu uns kommt. Ansonsten gibt es das nicht. Deswegen alles Gute für euch und danke. Ja, vielen Dank, Herr Kniat. Und nun bitte ich Christoph Dabrowski um sein Statement. Ja, hallo zusammen. Danke, Mitch. Ich sehe es in größtenteils auch genauso. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ich glaube, auch verdient in Führung gegangen. Ja, in der zweiten Halbzeit durch die Wechsel gab es schon eine Veränderung im Spiel der Verler. Gegentore zu einfach gefallen. Am Ende ist es schade, dass wir uns nicht mit einem Heimsieg belohnt haben. Aber ich glaube, die Atmosphäre war heute fantastisch. Die Zuschauer haben uns super unterstützt. Die Spieler, die uns verlassen, wurden wirklich toll verabschiedet. Und am Ende steht der Klassenerhalt. Darüber sind wir sehr froh. Und es ist aber noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt noch ein ganz großes Ziel, den Pokalsieg gegen RWO. Und ja, jetzt lassen wir es erstmal sacken. Die Jungs kriegen jetzt 2 Tage frei und dann voller Fokus aufs Pokalfinale. Euch natürlich auch Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ihr habt eine tolle Saison gespielt und wir sehen uns im neuen Jahr. Oder nicht im neuen Jahr, in der neuen Saison. Alles Gute euch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph. Haben Sie noch Fragen an die Trainer? Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Christoph Dabrowski. Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen. Nächste Woche steht noch ein wichtiges Spiel in der Saison an gegen RWO. Wie wichtig war das denn heute auch, dass man zumindest die Partie nicht verloren hat, auch wenn es für beide Mannschaften tabellarisch um nicht mehr viel ging, aber dass man dann ja mit einem besseren Gefühl auch in dieses wichtige Spiel geht, wo es dann um einiges geht? Ja, im Vordergrund stand natürlich erstmal die Leistung. Ich glaube, die Leistung war gut. Ja, die Zuschauer haben, glaube ich, gesehen, dass wir das Ziel hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Und am Ende ist natürlich gut, mit einem Punkt nochmal rauszugehen und mit einem guten Gefühl in die nächste Woche reinzugehen, weil da wollen wir das Spiel auch gewinnen. Weitere Fragen gibt es nicht. Ja, dann vielen Dank für Ihr Interesse einmal mehr. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auch mal an Sie und an euch. Ein herzliches Dankeschön für die engagierte und faire Berichterstattung in der ablaufenden Saison.
Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der nächsten Saison und Ihnen allen schöne Pfingsten. Tschüss.